Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Wenn das so ist, dürfte es doch nicht schlimm sein, die Heretics umzuschreiben, oder? Sie sind wie abgetrennte Gliedmaßen ihres eigenen Körpers. Das Umschreiben kommt dem Wiederannähen eines amputierten Armes gleich. Um Ihre Metapher weiterzuführen, Sie haben sich selbst von unserem Körper abgetrennt, eigene Perspektive angenommen, eigenes Urteilsvermögen. Befürchten Sie, dass das Umschreiben diese einzigartige neue Perspektive vernichten würde? Das würde es, zumindest implizit. Wäre das ein Problem für Sie? Nicht jede Entscheidung der Heretics war so falsch wie die Unterstützung von Sovereign. Das Virus verändert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geth zu einer bestimmten Schlussfolgerung gelangt. Das betrifft aber alle Urteile, nicht nur die mit Bezug zu den Reapern. Gehen wir weiter. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen uns irgendwie entscheiden, ob wir umschreiben oder das ganze Schiff zerstören. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst zerstören. Okay. So, hier noch irgendwas? Nein. So. Hier kann ich irgendwas zerstören. Das habe ich jetzt gerade irgendwie gesehen durch die Wand. Aufpassen. Alter, was ist mit dir? Toll. Erstmal schön weggeknallt. Sag mal, haben wir keine Granaten mehr? Damals hatten wir noch Granaten gehabt. Oder finden nicht mehr. Na gut. Get up!
hacken feindliches System. Endlich eine Ruhe hier. So. Da kriegen wir einen schönen Füller Money, wa, würde ich sagen. Na, Kollege? Hey. Doch. So, ich würde sagen, Minikit ist wieder fast voll. Sag mal, was trägst du eigentlich da? Ach so, Scharfschützen wieder. Sag mal, kannst du nicht die Waffe wechseln? Na? Wechseln Sie! Gut. Nimm die. Wechseln können wir immer noch. So, mal speichern. Feindliche Firewall außer Betrieb. Werde getroffen. Ist hier noch was? Nö. Zur Kenntnis genommen. War schon? Aber viel ist ja hier nicht, wa? Ich würde jetzt mal hier so angucken. Hier jetzt irgendwie noch runter. Mal sehen, ob hier noch was ist. Ne, ist nicht mehr. Gut. Würde ich sagen, unser Crew ist jetzt auch damit voll, aber ob das jetzt jeder akzeptiert, dass wir jetzt noch ein Guess in unserer Truppe haben. So. Das ist vielleicht ein bisschen zu bezweifeln. Aber okay. Das ist ja meine Entscheidung. Also werde ich es auch so machen, wie ich das möchte. Gut. Ich kann hier nicht speichern. Ich kann hier nicht speichern. Okay. Also ist hier was. Und zwar hier.
Hätte er ja nicht gemacht. So, was haben wir hier? Ja, ein bisschen hacken. Das nehme ich mit. Oh. Cool. Nice. So. Hören wir weiterhin. So, speichern. Wo führt uns das hier hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer weiter runter gehen. So, speichern. Gut. Aufpassen hier. Ach du Scheiße, wo führt das hier hin? Wer macht von euch jemand unten falschen Schritt? Den zerpflücke ich einhändig. Bah. So, nehmen wir mit. Hier ist noch irgendwo eins. Da. Aber hier ist ja echt nur Geld. Das ist echt nur Geld. Geld, 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 Geld. So. Was ist das? Prozessor. Jeder enthält Tausende von Geth. Sehen die uns, wenn wir vorbeigehen? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als sie die Zellen in ihrem Blut. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir ihre Urteilsfähigkeit in Frage.
Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Okay. In dem Sinne hat er ja, sagen wir mal, haben wir ja in dem Sinne recht. Klar trennen sich Menschen in ihrer eigenen Perspektiven zu sehen. Übernehmen Kontrolle. Noch ein Geschütz hier? Ja. Führen Sudo-Command aus. Ein bisschen Schiss hier. Führen Sudo-Command aus. Kapazitätsauslastung. Abbruch. Kapazitätsauslastung. Abbruch. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Boah, hey, verdammt. Na, wieder welche. Ich habe die Schilde verloren. Na, kommt. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. So, wie lange dauert das noch?
gerufen. So. Wir sind ein bisschen funny, wa? Wie viele Daten sind bitte? So, gut. Die nächste Welle. Da kommt sie schon. So, haben wir schon. Puh. Datensicherung und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Es gibt keine Garantie, dass sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, richtig? Dass sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten Sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Bringe magnetische Antimaterie-Abfüllanlagen zum Kollabieren. Erledigt. Empfehle Rückzug zu Normandy.